Hallo und herzlich willkommen zum City Car Driving, euer Kanal. Mit mir also sofort und dem. Dann gleich. Wir machen erstmal unseren Golf rot. Bläh. Und dann geht's ab in die Karriere. Oh Gott, sieht das Auto schlimm aus. Würdest du den so fahren wollen? Nö. Alter. Ich würde ihn wie immer in weiß fahren. Ja, so, warum machst du. Oh, da so, krieg ich ja Augenkrebs. So, auf geht's rein hier. Und let's go. Oh mein Wir fahren Gott. Jetzt. Was also, ist das Auto von innen hier nicht ist auch es, rot. Hier ist es. Brepp. Bäm! Hier ist der Bremsweg. Gleich. Der Bremsweg wird hier mitberechnet. Also wenn ich hier fahre, Achtung, dann ein bisschen schneller fahre ich. Dann guck, der Bremsweg ein bisschen langsamer. Runter. Oh, wie schön. Oh, das ist aber toll. Ja, ist ein tolles Spiel. Ja, ist es auch eigentlich. Ich muss so. Die Karte erstmal ein bisschen einbauen. So, viel größer okay. Hallo. Da kommt ein BMW dich. So. Okay. Da musst du richtig einparken. Ist wichtig bei diesem Spiel. Ja. So, next level. So. Ja. Next level. Ab in die Kammer. Ab das in muss die Kammer. Muss ich jetzt hier auch irgendwo mich anschnallen? Nee, was ist da? Nicht. Drive, Reverse, okay. Jetzt gucken wir mal dem Vergleich zu. Let's go. Voll auf die Gegenfahrbahn. Das ist die Gabel. Hauptsache, du crasht nicht. Übrigens, irgendwann darfst du auch nicht mehr darüber kommen. Ja, jetzt wärst du schon längst draußen. Im späteren Level. Let's go. Nächstes Level. Das macht mega Bock. Das ist besser als das andere, oder? Besser als was? Das andere Spiel. Das, was wir davor getestet ja. haben? Ja. Das war ja. Das war ja. Bitte noch langsamer. Eieieiei. Und auf dem Bürgersteig. Auf dem Bürgersteig will er ihn überholen. Ich glaube es nicht. Das ist nicht zu fassen. Was ist denn das? Was macht er denn? So. Oh Jesus, Maria und Josef. Und Mission. Oh Gott. Der ungeduldige. Das Geile ist ja, guck mal. Achtung, Driven. Wow! Nein! Okay. Let's go, hier müssen wir rechts. Dann links. Sag mal, du fährst wie die gesenkte Sau, ne? Also ehrlich. Das ist ja unfassbar. Wie die gesenkte Sau. Ach, jetzt geht er in die Außenperspektive. Guck dir das an. Ich kann keinen Schulterweg machen. Geht er in die Außenperspektive. Zum Parken sollte man auch in späteren Leveln immer in die Außenperspektive gehen. Ach, da oben über die Kamera geht es dann. Okay, alles klar. Jo, okay. Let's go, eigentlich. Ey, aber wieso zieht denn der. Hä? Was war denn das? Weil du da unten drauf kommst. Guck, in der Seite. Das ist ein Bordstein, das, was da an der Seite ist. Ja, und dann. Ja, und der hat weg. Der Bordstein zieht einen. Das weg. Ist ein übelst leichtes Auto. Sorry, aber das zieht es halt immer weg. So, ist halt gleich. Alter, schläfst du da vorne? Das ist jemand, dem würde ich am liebsten gleich auf die Fresse hauen im echten Leben. Das gibt's doch nicht. Alter, was ist denn hier los? Oh, jetzt habe ich einen Warnblinker an, oder was? Nee, weil es beide Blinker gleichzeitig an. Was sag ich ja, es wäre ein Warnblinker dann. Ja.
Na? Na? Ne? Ja, ich stehe doch drin. So, Alter. Okay. Okay, so. Ich fahre jetzt wieder. Die gesenkte Sau ist wieder back in business. Ja. So, nee, ich fahre jetzt wirklich mal noch einige Waffen mit der Regel. Weil ich kann das auch. Ich krieg das auch hin. Alter, was ist das für ein Typ da vorne? Fahr! Okay, der geht ein paar Punkte auf die Lampen. Guck da! Da fährt ein Audi 8! Wie langsam fährt der denn bitte? Ja, in der Stadt, da, so, was soll er denn machen? Soll er in der Stadt 300 ich fahren? Ich fahr gerade 10. Ja, ich weiß, aber weil du sagst, da vorne fährt ein Audi R8, der fährt so langsam. Ja, er kann auch mal 40 fahren, oder? Ja, das könnte, ja. Und der da vorne kann auch mal mehr als 20 fahren, ne? Ja, Kollege! Ich überhole jetzt, ist mir voll egal. Und dann auch noch um die Kurve fahren, ohne vorher zu wissen, ob noch einer kommt. Klassische Crash-Situation. Und jetzt in den Audi R8 noch reinfahren und sein ganzes Lebensgehalt auf einmal verlieren. Nächster Level. So. Kamera. Ja. Also Leute. Hier sind die zwei YouTuber, die einfach nur drauf sind. Da vorne ist rot. Mir scheißegal, ich blink. Ja. Alter, warum hat er nicht reagiert? Nein, er hat überhaupt nicht reagiert. Und ja, am besten noch in den R8 rein, ne? Ja. Am besten noch in den R8 rein. Nein, er hat überhaupt nicht reagiert beim Lenken. So, der blinkt immer noch. Vor allem das Geile ist, dass es oben bei den Pfeilen nicht angezeigt wird, ne? Ja. Mega cool. Aber im Auto wird's angezeigt, ja, ganz klein, so und so, ein ganz kleines Icon. So, aber ich... Siehst du das auch? Siehst du das in einem echten Auto? Nö. Den Blinker? Ja. Natürlich. Sag mal, hallo? Natürlich siehst du, ob du blinkst oder nicht blinkst. Gesundheit. Siehst du das dann auch nur da unten drin? Ja, aber da ist es dann doch schon etwas größer als hier in dieser kleinen Anzeige. Zumal hier diese Pfeile ja schon da sind, die ich im echten Auto nicht habe. Was? Wieso denn? Du bist falsch gefahren. An der Seite wäre der Fackel gewesen. Wo denn? Da links gerade eben, hinter dir. Das habe ich gerade gesehen, ey. Das meine ich, das ist gemein manchmal. Was war denn das jetzt? Imperative! Ja. Ich fahre jetzt mal so. Innenperspektive. Warum? Let's go. Ach so, sonst sehe ich meinen Blinker nicht. So, ich muss rechts blinken. Doch, den siehst du. Ja, top. Siehst du den auch? Alter. Ey, hebst du dein Auto rum oder was? Wo soll ich lang? Links. Ich hab meinen Account auf dem Handy, da habe ich einen Lamborghini hier. Okay. Und ein BMW. Kann man hier auch Autos kaufen? Ja, du kriegst ja pro Level, kriegst du ja glaube ich 500 noch an der Stelle. Wir können uns bei 3500... Alter, der reagiert nicht! Mann! Ey! Fuck you! Nee, das nervt mich gerade wirklich. Bei 5... Entschuldigung für diesen Ausraster. Also bei 7 Level, wenn wir 7 Level geschafft haben, können wir uns schon so einen alten BMW kaufen. Wenn wir dann 10 Level geschafft haben, können wir uns dann einen BMW 3er kaufen. Der gerade gefahren ist da. Toll. Der ist mega geil. Der geht mega ab. Hey, gleich. Toll. Im Gegensatz zu dem geht der mega ab. Toll. Das macht mega Bock, bei dem zu fahren. So, wo ist jetzt hier die Scheiße? Hier war doch irgendwo. Ja, links. Links. Nach vorne nicht rein. Nicht rein. Lass mal den BMW da vorbeifahren. Ich lass den vorbeifahren. Noch schneller, bitte. So, und da müsste der. Ja. Ich wusste doch, irgendwo war das doch hier gewesen, Mann. Jetzt darfst du einparken.
Außenperspektive, Rückwärtsgang rein. Ja, in echt hast du ja diese ganzen Displays, weißt du, deswegen finde ich das legitim, wenn du das machst. Ey, was ein Krampf. Fahr ich ja mit dem echten Leben im LKW besser rein, ey. Pass auf, hier Garage. Was? Hier Garage, siehst du? Hier 3180 ja. Punkte. Mhm. Hier haben wir den BMW, diesen alten. Mhm. Und hier können wir uns dann diesen holen. Mhm. Audi 8, Lamborghini, den habe ich. Mhm. Aventador. Ja. Mhm. Play. Es macht extrem Spaß, oder? Macht schon Spaß, gleich, oder? Es ist geil. Wir müssen jetzt nur noch 4 Level machen, dann haben wir den BMW 3er. Den müssen wir uns jetzt heute noch in dieser Folge spielen. So, jetzt kommt wieder die gesenkte Sau, Leute. Yeah! Oh. Alles klar, fahr doch noch fast in mich rein. Mission failed. Die gesenkte Sau hat's geschafft. So. Hallo? Über Rot oder fast in den Audi A8 rein. Juhu. Oder gar nichts von beiden. Aber auf der Gegenfahrbahn stehen, weißt du? Ja. An der Ampel. Ja. Ah. So, okay. Also, liebe Jugendliche, die ihr noch alle keinen Führerschein habt, so fährt man nicht Auto. Wenn ihr das macht in der Führerscheinprüfung, könnt ihr gleich aussteigen. Hast du geschafft? Jetzt sind es ja nur noch 2 Level. So sollte man auch nicht Auto fahren, mitten auf der Spur stehen. Geil, die können noch vorbei. Ja und? Noch können sie vorbei. Trotzdem sollte man das nicht tun. Ihr würdet auch ja, das ist ja nur wegen dieser Scheißsteuerung hier. So, also. Alter, was ist so eine Kackampel? 2 Autos kommen durch, was ist das? Ey, ich reiß die Ampel ab, ey, das gibt's doch nicht. 2 Autos durch, was ist... Ey, da krieg ich Blutdruck. Da krieg ich Blutdruck. Könnt ihr euch vorstellen, wie das mit mir, dem Herrn, gleich im Auto ist, ja, wenn im echten Leben. Ey, wenn ich so Kackampeln habe, da krieg ich hier... Ey, ich blink jetzt nicht mehr. Ich bin froh, wenn ich hier um die Kurve rumkomme mit der Kiste. Du musst eh nicht blinken. Ich weiß es, aber Alter... Ich will es ja mal so machen, wie es normal wäre. So, der blinkt ja noch. So, okay. Wieso blinkst du da? Du brauchst da nicht zu blinken, du Vogel. Let's go, So, wenn du jetzt eine Vollbremsung hinlegst, hau ich dir auf die Fresse, ey. Ehrlich. So. Mach halt noch mehr Abstand. Weil nimm halt noch mehr Abstand. So sollte man auch nicht fahren, sonst denkt nämlich der Fahrlehrer, du bist betrunken. So. Ja. Wenn du Schlangenlinien fährst, denkt dein Fahrlehrer sich, du bist betrunken. Frankfurt! Frankfurt! So, wo muss ich denn jetzt lang hier? Schon wieder rechts. Du kannst eigentlich auch Sound anmachen, ne? Wie weit ist denn die Strecke jetzt hier? Du kannst eigentlich auch Sound anmachen, ne? Das hört sich sogar mega geil an. Nee, will ich nicht. Warum nicht? Nein. So. Nicht, dass wieder irgendein YouTube-Algorithmus plötzlich sagt, das ist aber urheberrechtlich geschützte Musik. Oder urheberrechtlich geschützter Sound. Nein, ist er nicht. So. Da kann man... ganz rum, komplett einschlagen.
verarschen? Komm ich nicht mehr auf den Bordstein oder was? Vorwärts einparken, immer scheiße. So, warte mal, lass mal gucken. Das ist sehr gut eingepackt. Ja, vorwärts einparken ist auch im echten Leben kacke, finde ich. Was denn? Wer von euch packt vorwärts ein? Ich hab damit, also mit vorwärts einparken habe ich Probleme. Ich kann es ehrlich zugeben. Deswegen lernt man auch in der Fahrschule immer rückwärts einparken. So. Einfach? Ja, natürlich. Vorwärts einparken ist ziemlich abartig. Sag mal, Alter, bin ich immer noch nicht drin? Was ist denn das für eine Kacke hier? Ah! Da ist er ja drin. So, okay, jetzt kommt wieder die Sau. Warte mal. Ja, gleich im Rage-Mode. Da hinten, da hinten ist das Praktik. Toll! Juppa! Juppa! Hä? Verarschen! Nein, shit! Okay, es funktioniert nicht, ich muss nach vorne fahren. Ach so, du. Ach so, das. So ist es. Aha, du wolltest jetzt abkürzen. Ne? Wolltest clever sein, ja? Yeah? Wolltest du clever sein? Mach das mal mit dem Fahrlehrer, wenn der zu dir sagt, wir fahren jetzt da hin rum, sagst du, ne, ich nehme die Abkürzung hier mitten durch den Acker. Das war nicht mitten durch den Acker, das war einfach nur die Richtungswechsel. Los, fahr doch! Ich fahr jetzt mitten durch den Acker. Interessiert mich nicht, wo du lang willst. So, also. Ich fahre jetzt mit Warnblinker. So. Das geht nicht. Oh, fast gegen den gefahren. Juhu. Ich blinke halt die ganze Zeit links, aber es ist mir voll egal. Ei, 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 ei. Also, ein Herr sofort dürfte nicht in der Großstadt leben. Der würde wahrscheinlich wahnsinnig werden im Auto. Nö, weil Auto in echt wird mir Autofahren mega Spaß machen. In der Stadt, im Berufsverkehr am besten. Komplett egal. Juhu. Ich erinnere dich dran, wenn du irgendwann mal so eine Situation hast. So. So, und jetzt kannst du dir dein Auto holen, ja? Ich hole mir jetzt dein Auto und du fährst es jetzt. Let's go. Auch noch den da. Ja. Viel Spaß. Der wird schnell sein. Du wirst jetzt damit nicht klarkommen. Oh, der wird schnell sein. Damit wirst du jetzt nicht klarkommen. Der wird jetzt voll schnell sein. Du wirst damit nicht klarkommen. Ich werde schnell sein. In den Innenraum. Auf geht's. Der wird jetzt voll schnell sein. Auf geht's, fahr mal. Jetzt voll schnell sein, ja und? So, man kann auch mit einem schnellen Auto ein bisschen weniger Gas geben. Jetzt voll schnell sein. Ja, der ist schnell. Drück mal durch. Ja, hallo, ich bin in der Stadt in, von der Kurve. Da soll ich Vollgas geben, oder was? Mach mal jetzt. Alter. Zeigt er natürlich auch sehr früh an, wo man hin soll, ne? Was? Geradeaus? Hat er jetzt geradeaus gezeigt? Ja. Der Vollkosten-Dumm-Depp. Fahr geradeaus, mitten in die Wand rein, jawoll. Ey, der lenkt wieder nicht. Mitten in die Wand rein, jawoll. Oh, so gehört sich das. Wir haben unser erstes Auto und der gleich kommt mit klar. Natürlich. Ja, ich werde gleich einen rasenden Herr sofort sehen. Weil ich werde so krass rasen, Leute, das ist so krass. Alter, fährt in die Kurve rein und bremst. So, Kollege, wo ist das? Machen wir einfach jetzt gleich noch einen zweiten Part, wo wir jetzt gleich einfach. Ich mache jetzt gleich keinen Part mehr. So. Dann machen wir jetzt gleich schon mal ein Level. Ich möchte mit dem auch jetzt gleich schon mal fahren, damit die Leute sehen, wie krass ich mit dem Ding fahre. Ja, das kannst du noch machen. So. So, jetzt müsste ich eigentlich. Fast drin stehen. Gut. Okay, jetzt stehe ich drin. So. So, gib mir das mal. So, Leute. Jetzt werdet ihr den rasenden, bekloppten Herr sofort sehen. Ah, da, da, di, da, da. So. Der Raser sofort. Ja, oh mein Gott. Oh, holy Mahoney. So, was ist jetzt hier los?
hast die Straße Laternen noch mitgenommen. Yippie! Ja, das war's jetzt von dieser Folge. Hat ein bisschen lang gedauert. 20 Minuten. Wow. Bis dahin, haut noch rein. Und macht's gut, bis dann und tschüss. Bis zur nächsten Episode davon. Bis dann und tschüss.